Das Kämmerhaus und Töfenputzen, das ist etwas ganz Wichtiges, da geht es um die Sicherheit. Und dass Frauen das genauso gut können wie Männer, das zeigen wir euch anhand von dem Beispiel. Jennifer Bitterli hat in einem Haus einen Specksteinofen, einen Kachelofen und einen Pelletsofen gereinigt. Und das sauber und im Nu. Schaut gut zu.
Ja, jetzt nach 2 Stunden, gell, ist alles vorbei, aber es ist eine harte Arbeit. Ich habe mir auch gedacht, man muss sich wahnsinnig gut auskennen, muss wissen, wo man mit den Bässen hin muss. Einmal auf, einmal ab, einmal links, einmal rechts, also es täuscht noch, gell. Wie bist du jetzt auf Chemiefägerin gekommen? Ja, ich habe ein Praktikum gemacht, also Lehrstellen gesucht und gemacht und nichts gefunden. Dann war ich ein Jahr mit Kind zusammen, was dann nicht beruflich so toll war für mich. Ich bin dann lieber Richtung Tier raus. Ich hätte gerne tiermedizinische Praxisassistentin gemacht. Oder in die Spitex hat mir noch gepasst, aber dann nichts gefunden. Dann war das Jahr schon wieder fertig. Gut, das nächste Praktikum war in einer Familie, das Haushaltslehrjahr, wo ich auf einen Bub aufgepasst habe. Und nachher bin ich zu den Rossen raus. Ich habe noch mit den Rossen gearbeitet, das war gleich ein bisschen tiermässig. Ja, und dann war langsam ein halbes Jahr wieder vorbei. Nachher kam mal der Chemiefäger bei uns raus, das Mami ist abwart im Block. Dann mal gefragt, ob ich noch eine Lehrstelle frei habe, ob ich das mal schnuppern konnte. Dann bin ich mal eine Woche mit. Und das hat mir dann so gefallen, dass ich ja, mich beworben habe. Und die Lehrstelle habe ich dann auch gerade bekommen. Und dass ich dann gleich noch etwas mit dir machen konnte, habe ich zu dir. Und mache Tierkommunikation und ja. Das ist glaube ich auch wichtig, gell? Das Chemiefägerin Kommunikation. Ja. Du bist ja nach bei den Leuten, gell? Genau, ja. Und ich habe dich immer gefilmt, du bist ja nicht verwirrt gewesen, also nein, du kannst mit dem umgehen. Nein, da gewöhnst du dich dran, ja. Aber in der Familie gewachsen ist es jetzt nicht. Du hast gesagt, die Mama ist Auswärterin, aber sonst ist sie glaube kaufmännisch tätig. Der Vater hat gesagt, sie ist Chauffeur. Genau. Und was haben sie gesagt? Du hast gesagt, jetzt machst du Chemiefägerin. Die hatten Freude gehabt, das war super gewesen. Am meisten hat natürlich der Grossvater Freude gehabt, der war richtig stolz gewesen. Aha. Ja. Und hast du gesagt, in einem Blog drin, es wäre eine Zentralheizung gewesen? Genau, eine Zentralheizung, eine Ölheizung. Und das ist schon etwas anderes, gell? Das ist wieder etwas anderes, genau. Das ist. Ist für eine Frau gut machbar? Ja, mal. Was halt etwas strenger ist, sind die Holzzentralheizungen. Da musst du etwas mehr dran. Aber das ist auch machbar für eine Frau. Jetzt kommst du aus dem Solothurn, jetzt bist du zu Krebs, bist du auf Krebs gekommen. Ja, ich habe einen Freund hier im St. Gallischen kennengelernt. Aber kein Chemiefäger? Nein, das ist Zimmermann. Ja. Ja, und da habe ich gedacht, mache ich gerade ein bisschen unsicher. Und es gefällt mir hier mal. Apropos Zimmermann, gell? Der ist sich gewöhnt, auf den Dächern umzusteigen. Inzwischen muss man sich dort aber auch sichern. Genau. Bei euch auch. Hast du auch schon mal so einen Ökotube, so gruselig von oben ab auf dem Dach umgestiegen? Habe ich auch schon, ja. Mal. Und da schaffst du locker? Ja, musst du aus Chemiefäger. Wow. Ja. Der Freund ist auch schon mitgegangen. Hat er auch schon ein bisschen geschaut? Nein. Ja. Der arbeitet für sich und ich für mich. Aber dann sieht er das einmal und das Mami auch einmal. Ja, gell? Genau. Wie du da am Arbeiten bist. Dir macht der Beruf wirklich Freude, gell? Wow. Ich bin stolz drauf. Ich mache es gerne. Mit den Kunden ist es toll. Es ist abwechslungsreich. Es macht Spass. Und wenn Mädchen sich auch trauen, so Berufe zu lernen, dann haben sie auch eine größere Berufschance. Hast du es selber erlebt, gell? Ja, also es ist halt auch kommunikativ eben mit den Menschen. Ist es nur schon viel besser, wenn du da in deinem Büro hockst und keinen Kontakt hast gross zu draussen. Also ja, hast du schon, aber... Genau, ja, verstehst schon. Was mir auffällt, ist, dass du überall so eine Malerei machen kannst, überall die Kleber herzutun. Für was waren denn die Kleber? Das ist, dass wir super arbeiten können, dass es keine Abdrücke gibt, Fingerabdrücke. Oder wenn ein bisschen Ruß rauskommt, das gibt es halt manchmal, dass das nicht auf die Weisswand geht, dass das sauber bleibt. Und das ist dir im Fleisch und Blut übergegangen. Du siehst, es ist so, möchtest endlich mal den Kaffee nehmen, den wir dir dann am Schluss offerieren. Und zuerst hast du gefragt, ob wir noch Zeitung haben, um auf der Schule zu sitzen. Also die Sauberkeit, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Da was? Schauen wir fest drauf. Ja, was würdest du einem Mädchen raten? Also, ist ein Beruf für Mädchen auch einmal schnuppern, einmal schauen? Ich würde es empfehlen. Mal. Das ist mal etwas anderes. Wie gesagt, es ist abwechslungsreich. Man ist viel draussen, aber gleich auch viel drin. Man muss ein bisschen studieren. Man kann viel Kaffee trinken. Schöner muss man auch sagen. Genau. Ja. Gut. Okay, in dem Fall. Und das gehört dazu, dass man am Schluss nachher einen Kaffee bekommt. Ja.